Hi, willkommen bei Detroit. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Erlebnis bisher. November 2038, 9.58 Uhr. Da haben wir den Marcus wieder. Leg das Paket ab. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Okay, so wie gesagt, momentan sind wir spielen hier momentan noch den Hausdiener Druiden. Aber in der scheinbar sehr prunkvollen Villa. Aber also jetzt am Anfang werden wir noch ein bisschen nach den Regeln gehen müssen. Aber wie ich euch schon gesagt habe, das wird sich dann früher oder später ändern. Mein Plan. Für die drei Protagonisten habe ich euch ja bereits verkündet. Ein Druidenvögel, den man ein- und ausschalten kann. Da kann man auch den Käfig auflassen. Die fliegen nicht weg. Sind da auch nicht programmiert. Ich steckte gerade eine Tür fest mit der Kamera. Noch spielen wir den Diener. Bring das Tablett zum Esstisch. Es wird nicht lange so gehen. So ein Dynamimen. Okay, schaut das hier. Der Besitzer von Marcus. Da können wir hin. Wir können gerade wenig anderes machen. Eine Giraffe. Die Treppe können wir nicht nach oben. Sehr schade. Weggekommen im Obergeschoss. Nachdem wir hier aufgeräumt haben. Maler ist er, wie es ausschaut. Also Künstler. Am Tisch liegt noch was. Was gewonnen werden muss. Ah, hier auf dem Boden wahrscheinlich.
feste Pläne. Dann haben wir noch Motorarm. Okay, hier gibt's nichts mehr. Das sind Glasscheiben. Also raus können wir auch nicht. Eine Leinwand. Hier wird wohl gemalt werden. Bücher. Viele Bücher. Und hier eine halbe Bibliothek. Okay, hier gibt's nichts. Dann steigen wir mal die punktvollen Treppen der noch punktvolleren Villa hoch. Scheinbar der Besitzer ist nicht mehr ganz. Der hat hier einen Treppenlift. Die ist vielleicht nicht mehr der jüngste. Und der fitteste auch nicht. Hier haben wir die Bibliothek. Und da unten gibt es noch was. Okay. Gekraut im Obergeschoss. Das wird hier sein. Zieh die Vorhänge auf. Guten Morgen, aufstehen. Sonne scheint. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius, 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Medizin. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Der Fortschritt ist unaufhaltbar. Man kann ihn verzögern. Und viel Energie. Aber aufhalten, das geht nicht. Keiner kann den Fortschritt aufhalten. Das ist unvermeidbar. Rosigen Katzenfigur. So, hinein mit ihm. Geduschen, gebadet. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen.
Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Er ist erfolgreich, also. Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Okay, auf zum Frühstück. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Tada. Fernseher. Der schöne Kaffee. Was wäre der Morgen ohne Kaffee? Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Der russische Präsident ist gerade ziemlich schwierig. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barentssee. Douglas Cornwall, wieso Russland ihn will. Schlecht gealtert. Er ermahnte Russland und die Vereinigten Staaten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt eskaliert. Konflikte mit Russland. Das Spiel ist von 2018, glaube ich. Uha. Damals war das Fiktion. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Ethereum benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend in die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht um das BIP, das Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich. Zusätzliche Ethereum-Reserven würden beiden Nationen erlauben, moderne Androiden-Modelle zu testen und ihnen ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Ja, wenigstens kein Krieg. Fügt man noch die strategischen Bedeutungen der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann können die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistisch. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Zweig in der Podcast-Folge. Es wird keinen Krieg in der Ukraine geben. So dumm ist Putin nicht. Anderes Thema. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat die Arktis nicht zu, in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, so wie dafür, dass er es versteht. Ah, ja. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. Du sagst es, alter Mann. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Was er sagt. Hm.
Aha. Schach gegen sich selbst. Oh nein. Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Ich hab nichts gedrückt. Du hast mich vernichtend geschlagen. Ein alter Mann hat es aber auch wirklich nicht leicht gegen eine Maschine. Tja. Entschuldigen Sie, Karl. Ich dachte, ich soll... Nur keine Sorge, das war schon richtig. Mir ist Demütigung lieber als Mitleid. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Ein weiser Mann. Gehen wir ins Studio. Ein sehr weiser Mann. Weise Worte, die er spricht. Der Roboter hilft ihm. Ah, das ist ein Kran. Ein Kran, der ihn Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Aha. Hier wird's weggezogen. Okay. Schaut aus nach einem Mensch. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Sie können das viel besser beurteilen als ich. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Markus. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Mhm. Okay. Was sollen wir denn malen? Von einem Motiv zu malen. Statue malen, Tisch malen. Eine perfekte Kopie.
eine perfekte Kopie. Der Realität. Okay. Ich hab das noch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserung. Es gibt nicht von mir. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Okay. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Druiden, Menschheit, Identität. Identität, fangen ab. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ein Bild von Ketten. Das wird wohl Leo sein. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Kommt dann Kohle. Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist gar nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ich weiß warum. Ich war bereit für Quick Game Events. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Das macht jetzt vom Geld abhängig. Er liebt dich, deswegen gibt er dir kein Geld. Damit du es nicht für Drogen ausgibst. Ankunft zu Hause. Paket ablegen. Kahn wecken. Füge für den Nordpol Russlands lesen. Okay, haben wir irgendwas übersehen, wahrscheinlich in einem Magazin. Das hätten lesen können. Karl bemerkt Markus Kleider. Frühstück servieren, etwas zu tun finden. Schach spielen. Gewinnen, verlieren, unentschieden. Dann mal gewinnen. Karl ins Studio bringen, malen, was du siehst. Statue kopieren.
Karls Bild kopieren, das wäre noch gewesen. Das hätte man nochmal können. Aus dem Herzen malen. Androiden, Menschlichkeit, Identität. Gefangene Jäger hätte es dann wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten. Jeweils bei Menschlichkeit und bei Android gegeben. Just eingedrungen, geht's zu bitten. Ja, hätte alles darauf hinausgeführt, dass du eingedrungen wäre. Next Kapitel.